Herzlich willkommen zu unserem Online-Seminar Kosten sparen und langfristig Vermögen aufbauen. Mein Name ist Christian Bollerich. Ich freue mich, dass Sie wieder hier die Gelegenheit gefunden haben, zu einem Online-Seminar auf der FLEDEX Digitalbühne hier dabei wieder zu sein. Und wie Sie unschwer erkennen können, ich bin nicht alleine. Ich werde gleich auf meine Gesprächspartnerin, die eine Expertin in ihrem Bereich ist, auch näher eingehen. Nur zu Beginn für alle, die relativ neu sind mit dem Thema, was bietet so ein Online-Seminar, warum macht es Sinn, hier auch möglicherweise dabei zu bleiben. Wir wollen heute Finanzwissen Ihnen auch mitgeben und Finanzwissen ist wie ein Schlüssel am Schlüsselbund des Lebens zur Erreichung der finanziellen Ziele. Das sollte man sich vielleicht mal über die Zunge zergehen lassen, etwas poetisch, aber wir wollen uns heute mit den Stichworten ETFs, langfristiger Vermögensaufbau, Sparplanrechner, FTSE All World, MSCI World, MSCI Emerging Markets, Cost Average Effekt und vieles mehr auch beschäftigen. Und Sie sind recht herzlich gerne eingeladen, auch Ihre Fragen an uns zukommen zu lassen. Nutzen Sie die Möglichkeit, über die Chatfunktion Ihre Fragen an uns zu richten, die wir dann später hier in der Fragerunde gerne auch aufgreifen. Und ich habe es kurz erwähnt gehabt, wie Sie uns schwer kennen können. Ich bin nicht alleine, sondern Denise Koch von Invesco Asset Management ist heute als Expertin an meiner Seite, die zum Thema Kostensparen und langfristig Vermögenaufbau mit dabei ist. Und Denise, vielen Dank, dass es heute so geklappt hat. Heute in der Sommerurlaubszeit, auch hier in Hessen, ist das Personal etwas dünner besetzt. Trotzdem cool, dass ihr die Zeit gefunden habt und uns zur Verfügung steht. Und vielleicht kurz ein bisschen direkt zu Beginn, bevor wir zu dem Hinweisen, wir Risiko, Warnhinweis und sonst was kommen. Denise, wer bist du? Wer ist Invesco? Vielleicht ein paar Worte gerne vorab, bevor wir auf die Folien im Detail auch nochmal eingehen. Gerne. Erstmal schön hier zu sein. Hallo zusammen, Denise Koch bin ich, arbeite bei Invesco im ETF-Sales und betreue dort Asset Manager und institutionelle Kunden und habe ursprünglich mal 2008 angefangen und bin seitdem her auch durchweg in der Anlageberatung auch voller Begeisterung mit dabei. Ob es aktive Fonds waren oder ETFs, wird quasi alles einmal angeschaut und heute haben wir einen Fokus aber auf ETFs, was ich denke ich sehr spannend finde und ich freue mich sehr auf den Austausch. Und Denise, du hast einiges mitgebracht. Wir haben auch einiges hier vorbereitet. Aber wie immer direkt zu Beginn müssen wir auf folgende Hinweise auch nochmal deutlich eingehen. Auch hier nochmal auf der FLEDEX Digitalbühne haben wir das Thema Risiko und Warnhinweis. Aus unserer Sicht bitte beachten Sie, dass wir hier keine Anlageberatung oder sonstige Form der Beratung hier durchführen oder Ihnen anbieten. Wir werden Ihnen sicherlich heute das ein oder andere an Börsenstichworten oder Begriffen auch an den Kopf werfen. Ja, und ich hoffe, dass Sie die Gelegenheit nutzen, im Anschluss dann in Eigenrecherche vielleicht sich nochmal in die Dinge zu vertiefen. Das Spektrum geht sicherlich von Einsteiger bis aber auch zu denjenigen, die vielleicht ein bisschen fortgeschrittener sind, die sagen, naja, ich bin jetzt hier mit meinem ersten ETF-Sparplan unterwegs, aber so ein bisschen Struktur, ein bisschen links und rechts schauen, das ist hier sicherlich auch passend und deswegen auch nochmal der Hinweis an dieser Stelle, Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken und Währungsschwankungen und wenn wir hier über bestimmte Rechner auch sprechen, frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Wir hoffen, dass wir unserer Pflicht hier nachgekommen sind aus Sicht von FLEDEX und damit der Hinweis nicht permanent hier eingeblendet ist, haben wir auch noch die Titelseite von eurer Seite. Aber wir müssen euren Hinweis auch noch einblenden, Denise. Und das wollen wir gerade noch mal hier tun. Genau, auch wir haben natürlich einen kleinen Hinweis, dass auf alles, über worüber wir heute reden, natürlich auch Kurswechselrisiken da sind oder auch eventuelle andere Risiken. Da werden wir aber noch mal genauer eingehen. Natürlich sind uns Wertpapiere mit ihren Chancen und Risiken, wie man sie so kennt. Aber wie gesagt, wenn da Fragen sind, kommt gerne auf uns zu. Ich denke, das ist ganz spannend, darüber zu reden. So, also wir sind unserer Pflicht nachgekommen. Ich glaube, die Fachabteilungen können stolz auf uns sein. Das sind die einzelnen Punkte, die wir hier durchgehen wollen. Und beginnen wollen wir mit der ersten Folie. Was hast du uns da mitgebracht, Denise? Beziehungsweise meine Eingangsfrage zielte ja auch darauf, wer ist Invesco? Was können wir als Anleger oder als Anlegerin uns unter dem Vermögensverwalter vorstellen?
Genau, also wir sind an sich erstmal ein US-amerikanisches Unternehmen, was aber mit einer sehr großen Niederlassung hier in Deutschland auch vertreten ist. Also wir sind quasi nicht nur meine Kollegen aus dem Marketing oder meine Kollegen aus dem Sales-Team, sondern wir haben auch ein Portfolio-Management-Team bei uns, inklusive einer kompletten Research-Abteilung. Das heißt, obwohl wir ein US-amerikanisches Unternehmen sind, sind wir doch sehr stark in Frankfurt als auch in München verbunden. An sich sind wir einer der größten oder weltweit größten Vermögensverwalter, mit fast 1,58 Billionen US-Dollar, was schon eine ordentliche Summe ist, mit insgesamt 26 Ländern vor Ort auch präsent und ich würde mal sagen, einer der Top 5 ETF-Anbieter auch weltweit. Von daher haben wir da, sag ich mal, ein sehr gutes Grundfundament. Aber natürlich reicht das alleine nicht. Wir schauen natürlich auch immer noch, okay, wo können wir neue Themen anschauen und sind auch schon ein Vorreiter bei innovativen ETFs. Wir schauen immer nach neuen Themen, die es vielleicht noch nicht am Markt gibt, die vielleicht interessant sein könnten und versuchen da auch wirklich vor dem Trend schon dabei zu sein, damit wir eben nicht erst zum Höhepunkt quasi ein ETF auflegen können. Auf der rechten Seite der Folie sieht man nochmal ganz gut, einfach, dass wir über 140 ETFs bei uns in Europa haben, in die man investieren kann, von Aktien über festverzinsliche Wertpapiere oder über Rohstoffe. Wir haben auch Kombinationen da draus, das heißt nicht richtige festverzinsliche Wertpapiere, auch keine richtigen Aktien, sondern so eine Mischung dazwischen. Das nennt sich Hybride. Super spannend, wenn mich dieser Bereich interessiert. Und ich denke auch so Themen wie Biotechnologie oder auch erneuerbare Energien, auch das ganze Thema mit ESG, SRI, bilden wir ab, was ganz spannend sein kann, wenn es mich interessiert oder auch ist. Ansonsten haben wir eine sehr gute Übersicht oder sehr kostengünstige Auflistung von unseren Core-Beta-ETFs. Das sind quasi die Standardindizes, die ich quasi für mein Standardinvestment haben möchte, wie Nasdaq und S&P. Also da gibt es quasi ganz viele Indizes, die wir sehr kostengünstig abbilden. Darüber aber hinaus auch noch weitere Spezialthemen. Wenn mich eben was Genaues, Explizites interessiert, sind wir da auch gut vertreten. Die letzten zwei Punkte. Und zwar haben wir noch das Smart Beta Exposure. Klingt jetzt erstmal total kompliziert und fachchinesisch. Das sind aber eigentlich aktive ETFs. Und das ist genau das, was wir hier auch in Frankfurt haben. Das ist unser Portfolio-Management-Team, die in Frankfurt sitzen und aktive ETFs, also ein ETF, wo man ein bisschen aktiv eingreift, eben bei uns in dem Fall durch Faktorensteuerung. Und das ist einfach ganz spannend und schön, dass wir auch die Kollegen vor Ort haben. Und am Ende natürlich schauen wir auch auf alle Kosten, also nicht nur auf die TER, sondern auch, was sind die Handelskosten hinten dran. Also da gibt es quasi einen ganzen Rattenschwanz, was man beachten sollte. Und da liegt es uns schon, es ist uns sehr wichtig, dass wir einfach die kompletten Kosten im Blick haben und auch sehr wettbewerbsfähig sind. Jo, das eigentlich erstmal zu Invesco. Gibt es denn dazu Fragen? Also ich verfolge den Chat auch hier an der Stelle. Wir haben aktuell hier keine offenen Fragen, aber ich glaube, das hat einen guten Überblick auch mal gegeben zu Invesco, denn machen wir uns nichts vor, im Zuge der Informationsmöglichkeiten, die man als Anleger oder als Anlegerin hat, ist man natürlich mit verschiedenen Anbietern auch konfrontiert. Ihr gehört zu den Anbietern auch, die bei uns zum Beispiel das Thema Premium-ETFs mit unterstützen in der Form. Premium ETFs, ganz kurz vielleicht ein bisschen Eigenwerbung, das ist der Bereich, wo wir von Flatex Ihnen den kostengünstigen Handel, den Kauf von ETFs ermöglichen wollen, wenn bestimmte Bedingungen vorhanden sind. Und Invesco ist einer der Partner in diesem Bereich, wo wir das Thema Einmalanlage beziehungsweise auch das Thema Sparpläne hier entsprechend unterstützt bekommen. Und die Unterstützung ist nicht nur in der Zusammenarbeit, dass wir auf die Expertise von euch zurückgreifen können, sondern halt auch auf einiges mehr. Und diesbezüglich, das heutige Thema ist das Thema Vermögensaufbau. Und Vermögensaufbau ist für den einen oder anderen gefühlt, es muss relativ schnell sein, ein Sprint sein. Andere wiederum sagen, das ist ein Halbmarathon oder Marathon, je nachdem, in welcher Phase des Lebens man sich befindet. Und du hast selber auch im Vorgespräch mir auch gesagt, dass du vorher in der Anlageberatung warst. Nochmals ein Hinweis, das Online-Seminar ist keine Anlageberatung, aber du hast auch hier Menschen begleitet im Punkte Vermögensaufbau. Und ein bisschen von diesen Erfahrungswerten wollen wir heute auch
mitnehmen an der Stelle. Worauf könnte man denn achten oder ist möglicherweise durchaus auch sinnvoll, sich ein bisschen hinzusetzen und in Eigenregie weitere Informationen auch zu beziehen? Also es gibt erstmal ganz viele Gedankengänge, die ich beim monatlichen Sparen habe. Erstmal ist natürlich die grundsätzliche Frage, wofür möchte ich sparen? Mhm. Also möchte ich für ein bestimmtes Ziel sparen oder sage ich einfach, vielleicht fürs Alter, ich schaue mal, was kommt. Aber es kann zum Beispiel sein, ich starte gerade meine Ausbildung und möchte eine Rücklage für, weiß ich nicht, 10, 20 Jahren haben, für meine Hochzeit, für meine Kinder. Oder ich bin vielleicht gerade Mutter geworden und sage, okay, für mein Kind möchte ich gerne eine Rücklage bilden. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich glaube, das ist auch super individuell, was für jeden der Sinn und Zweck des Sparens ist. Also ich kenne jemanden privat, der ganz klar sagt, wenn ich in Rente gehe, möchte ich eine Weltreise machen. Diese Chance, dass ich so lange frei habe und wenn ich dann auch gesund bin, habe ich nie wieder. Das muss aber unheimlich viel Geld angespart werden. Und ich sage mal so, jeder hat so sein persönliches, individuelles Ziel. Und ich glaube, wenn ich das mir vor Augen führe, ist es dann auch nochmal was ganz anderes, wenn ich sage, ich spare genau für dieses Ziel und habe auch so ungefähr eine Größenordnung, was ich ansparen müsste. Natürlich geht das jetzt nur um den langfristigen Sparaspekt, nicht um die kurzfristige Liquidität, das heißt das, was tagtäglich verfügbar ist, sondern wirklich das, was ich für einen bestimmten Zweck spare. Ich weiß nicht, vielleicht hast du auch einen Wunsch? Also ich habe einzelne Wünsche, definitiv, aber ich sage mal so, wenn man so einen langfristigen Zeithorizont hat, bei mir ist es einfach der Fall, definitiv Thema Neffe und Nichte, wo man sagt, das ist so ein Zeitraum mit der Geburt bis vielleicht zur ersten Ausbildung oder bis so ein bisschen die Flauseln aus dem Kopf raus sind, so 18, 19, 20 Jahre Sparleistung, wobei ich mich erst neulich ertappt habe, dass Deutschland vor über 10 Jahren Weltmeister wurde. Und da sieht man, wie 10 Jahre einfach wie so ein einfach 10 Jahre auch weg sein können, in Anführungszeichen. Also das sieht in der Zukunft so viel aus, ist aber in der Rückbetrachtung mit vielen Erlebnissen und Erinnerungen vorhanden. Und dann sieht man, okay, 10 Jahre Sparleistung ist jetzt vielleicht auch nicht etwas Unmachbares. Also ich bin bei dir, es gibt verschiedene Ziele, die man ansteuern kann. Bei mir ist es nicht die Weltreise, aber ich habe durchaus auch andere Ziele, die ich in kleineren Kategorien runterbreche, wo ich dann sage, okay, das ist auch eine Art der Belohnung. Ja, weil man muss nicht der Reichste beim Senioren-Stammtisch freitags beim Kaffee und Kuchen sein, aber das eine oder andere fällt halt doch mal an und Vermögen aufbauen. Ich glaube, diejenigen, die Vermögen aufgebaut haben, haben auch ihre Herausforderungen. Die Qualität der Probleme sehen manchmal anders aus, aber es ist immer einfacher, ein Polster zu haben, als kein Polster zu haben. Auch da kann ich aus privaten Erfahrungen sprechen. Stichwort Vermögensaufbau. Wie könnte man da jetzt vorangehen? Was ist dabei zu beachten? Genau. Also erstmal grundsätzlich haben wir gesagt, wir haben ja einen langfristigen Aufbau. Wenn ich langfristig investieren möchte, sind ETFs eine sehr gute Möglichkeit, um kostengünstig zu investieren. Warum? Also natürlich alles hat, wie gesagt, Risiken und Chancen, aber ein ETF profitiert oder hat eine gewisse Marktbeteiligung. Das heißt, der ETF nimmt Schwankungen mit. Schwankungen am Markt sind, muss man sich vorstellen, mal positiv, mal negativ. Über einen langfristigen Zeitraum, historisch betrachtet, aber meistens positiv. Das liegt einfach an verschiedenen Faktoren, wo wir gleich im Anschluss nochmal dazu kommen werden. Das ist nämlich der Cost-Average-Effekt. Eine ganz spannende Sache. Aber erstmal grundsätzlich, wir wollen ja eine gewisse Rendite für unser, oder Verzinsung, kann man es ja auch nennen, für unser Geld haben, dass es einfach sich vermehrt. Und Ziel sollte es natürlich auch immer sein, höher als die Inflation zu liegen. Das heißt, es muss ja irgendwo ein Ausgleich sein, dass es am Ende mehr ist als vorher. Und daher finde ich eben ETFs schön, weil sie die Chance bieten, eine höhere Rendite zu erlangen als die Inflation. Natürlich ohne Garantie, aber historisch betrachtet hat es zumindest in den meisten Fällen funktioniert. Stichwort ETF für diejenigen, die relativ neu mit dem Thema sind. Was bedeutet das Kürzel? Ja, gute Frage. Ein ETF ist quasi ein Fonds, der an der Börse gehandelt wird. Klingt jetzt auch, glaube ich, nicht gar nicht viel besser als ein ETF. Und zwar, was ist überhaupt ein Fonds? Ich glaube, der Begriff ist eingedeutscht. Es ist, ja. Man kann sich ganz einfach vorstellen, ich habe ein
einen Korb und darin habe ich ganz viele verschiedene einzelne Wertpapiere. Ob es jetzt Aktien sind oder festverzinsliche Anleihen, also quasi ein Kredit für Unternehmen, das hängt ganz dieses Fonds, also ganz von dem Fonds ab. Und da unterscheidet man grundsätzlich zwischen aktiven Fonds und passiven Fonds. Bei den aktiven ist es so, da sitzt ein Manager oben drauf, der sagt, ich kaufe heute den, ich verkaufe den. Und mein Ziel ist es quasi eine Benchmark, ein Ziel zu outperformen, also einfach eine Mehrrendite zu erwirtschaften. Dafür wird er bezahlt, was dementsprechend zu höheren Kosten führt. Ist grundsätzlich gar nicht verkehrt, aber man muss eben gucken, was passt zu mir am besten. Und bei ETFs ist es so, dass das auch eine Hülle ist mit verschiedenen Wertpapieren drin, aber da sitzt kein Manager drauf, der entscheidet, sondern der Index entscheidet quasi. Also ein Index ist jetzt, glaube ich, das nächste Fach Chinesisch, ist quasi einfach festgelegt von einem Indexanbieter wie MSCI oder S&P, welche Werte da drin sind und der ETF bildet die einfach 1:1 ab. Und Ziel des ETFs ist es, so nah wie möglich einfach an den Index ranzukommen. Das ist eigentlich schon dahinter. Dadurch, oder es versteckt sich dahinter, dadurch aufgrund dieser Konstellation ist es eben möglich, dass ein ETF sehr kostengünstig abgebildet werden kann, um da wieder den Schwenk mal zu unserem Titel zu nehmen, eben kostengünstig fürs Altersvorsorgen. Also das heißt, wir haben aktive, passive, was für einen das Beste ist. Also ich mag beides, muss man immer gucken, was zu einem am besten passt. Heute schauen wir explizit ETFs an, weil die auch eben sehr spannend sind und eine Marktbeteiligung haben. Das heißt, sie profitieren von den Marktschwankungen. Und da vielleicht einfach noch mal kurz zu erklären, was sind Marktschwankungen oder Kursschwankungen? Ich finde, das ist super wichtig, ist einfach zu verstehen. Ich habe ja dann quasi meine Hülle mit den ganzen Wertpapieren drin. Die bilden auch den Wert des ETFs quasi dar. Wenn jetzt eine Volkswirtschaft sich super gut entwickelt und alles dafür spricht, dass mehr Produktion erfolgt, mehr Nachfrage nach den Produkten und nach den Dienstleistungen, dann steigt auch grundsätzlich der Kurs dieser Wertpapiere. Das heißt, mein Depot, was ich habe, oder meine Hülle, die steigt im Wert. Wiederum, wenn es nach unten geht, bei irgendeiner Krise, wie zum Beispiel 2008 oder Finanzkrise 2008 oder auch 2002, ist jetzt ein bisschen länger zurück, gab es auch eine Krise, da geht es tatsächlich nach runter, also nach unten mit dem Kurs. Ist grundsätzlich erstmal nicht wichtig, wenn ich nicht an mein Geld ran muss. Wenn ich allerdings an mein Geld ran muss, muss ich immer gucken, zu welchem Kurs habe ich gekauft und zu welchem Kurs verkaufe ich. Ist es weiter unten? Habe ich einen Verlust gemacht? Ist es weiter oben? Habe ich einen Gewinn erzielt? Und das muss mir einfach bewusst sein, dass ich diese Kursrisiken währenddessen habe, die ich aber auch, wie gesagt, gezielt als Chance nutzen kann. Und da nochmal zu teasern, der Cost-Average-Effekt, auf den wir gleich im Anschluss nochmal drauf zukommen werden. Also spannendes Thema. Schöne Nutzung des Markteffektes. Aber was für mich immer noch so ein Thema ist, und da habe ich ja jetzt ein Tool noch mitgebracht, wie kann ich mir dann überhaupt vorstellen, was hat das denn für Auswirkungen? Also ich spare was oder ich habe ein Ziel. Was muss ich denn aufbringen, um dieses Ziel zu erreichen? Oder andersrum, ich habe 100 Euro im Monat übrig. Was würde das denn überhaupt bringen, wenn ich es anspare? Oder soll ich es lieber monatlich momentan für andere Sachen ausgeben? So, und das ist der Moment, wo Sie da draußen jetzt bitte Ihren Taschenrechner rausholen und folgende Sachen eingeben. Nein, Spaß beiseite. Also ein bisschen Humor gehört auch dazu. Das ist natürlich etwas, was in der Zukunft ist, was nicht sofort greifbar ist. Sicherlich auch Zeithorizonte, wenn man sagt, okay, in seiner eigenen Finanzplanung, entweder als Single, als Paar oder auch als Familie. Also beachten Sie das ruhig auch als Gemeinschaftsprojekt in der Familie, wenn man vorhat, über Generationen hinaus auch vielleicht Vermögen aufzubauen. Wir haben durchaus die Konstellation und leider Gottes bin ich auch so ein Typ Mensch daheim. Es gibt halt in einer Partnerschaft ein Ungleichgewicht meistens, jemanden, den es interessiert und jemanden, den es weniger interessiert. Sollten aber die andere Person, die es weniger interessiert, da auch abholen. Denn es kann durchaus sein, dass es durchaus Sinn macht, auch diese Person mitzuentwickeln, dass irgendwann mal, wir wollen es alle nicht hoffen, aber es ist nun mal the circle of life, dass man irgendwann mal auch nicht vor veränderte Tatsachen dasteht, vor zwei Ordnern, sondern dass man sagt, naja, Moment mal, meine Frau oder mein Mann haben das damals gemacht. Ich kann zwar nicht mehr nachvollziehen, wieso, weshalb, warum, aber ich verstehe, welches Produkt das ist. Ich verstehe, was die Intention dahinter war oder zu welchem Zweck. Ja, und du hast es eben gerade kurz erwähnt gehabt. Wir haben auch uns vorbereitet. Ich springe mal hier kurz rüber auf
auf die Webseite von euch, da habt ihr den sogenannten Sparplanrechner. Das ist ein Tool, falls Sie das Gefühl haben, ich bin da sehr, sehr weit vorne am Bildschirm, das liegt einfach daran, dass ich aus eitlen Gründen meine Computerbrille nicht anhabe. Ich füge Ihnen das mal hier in die Chatfunktion mit bei, dann können Sie sich das auch in aller Ruhe anschauen. Ihr habt hier einen Sparplanrechner, der die Möglichkeit gibt, für die Finanzplanung einfach eine Kalkulation für die Zukunft durchzuführen. Ich sage es gleich vorneweg, nehmen Sie bitte das nicht als Garantiewerte. Ja, also wenn hier eine Summe von 50.000 Euro rauskommt, dann ist das keine Garantie, dass zum Zeitpunkt X die Summe auch vorhanden ist. Erstens haben wir hier unten, ich hoffe, man sieht es hier im Mauscursor auch nochmal den Hinweis. Ich bin immer so ein Freund, immer die Hinweise direkt am Anfang, weil in der Euphorie schwindet dann das ein oder andere. Was Sie machen können ist, nehmen wir mal an, Sie haben jetzt der Klassiker vor ein paar Wochen sicherlich bei dem einen oder anderen vielleicht Urlaubsgeld bekommen. So, und Sie sagen, naja, so eine Sparrate von 100 Euro, die geht immer. Hier im unteren Bereich haben Sie klassischerweise Beispielindizes anhängig. Das Thema Nachhaltigkeit, auch das wird hier gespielt, beziehungsweise ich bin so ein Freund von diesen individuellen Sachen. Denn das, was in der Vergangenheit war, können wir ja nicht eins zu eins in die Zukunft projizieren. Wir können uns das schön rechnen, wir können uns das auch hier entsprechend anschauen, vielleicht auch einen Input bekommen. Es gibt so verschiedene Werte, die man heranziehen kann. Glaubst du, eine Wertentwicklung über eine Rendite über viele Jahre von 6-7% ist unseriös, auch wenn es keine Garantie darstellt, aber es ist machbar. Also wir schauen uns, wenn es hier zum Beispiel um Sparplanrechner angeht, auch wirklich immer historische Daten an. Das heißt, in der Historie war es realistisch. Was die Zukunft bringt, können wir überhaupt nicht sagen. Ich nenne mal ganz gern das Beispiel. Ich habe 2008 ja meine Ausbildung angefangen. Da waren wir ganz weit oben in den Kursen. Hm. Und auf einmal ist innerhalb von Monaten alles abgestürzt. Da dachte ich mir nur so, oh mein Gott, ich war natürlich mit meinen vermögenswirksamen Leistungen damals investiert. Dachte mir, was ist das? Habe dann aber durch den monatlichen Sparplan relativ schnell gemerkt, macht total viel Spaß. Und danach kamen weit darüber hinausgehende Renditen, weil ich einfach eine Krise mitnehmen konnte. Was aber absolut nicht heißt, dass es in der Zukunft wieder so passiert. Also wenn ich nämlich das Geld direkt während der Krise brauche, dann habe ich definitiv keine 8% Rendite. Wenn ich aber sage, ich kann die Krise mitnehmen, dann ist es durchaus realistisch, dass ich eine schöne Rendite da stehen habe. Man kann sich für jeglichen Aktienindex die Renditen anschauen. Die liegen ganz unterschiedlich. Also wir haben jetzt hier 6%, sehe ich gerade eingetippt. Es ist durchaus ein realistischer Durchschnittswert. Wie gesagt, aber ohne Garantie in die Zukunft, weil einfach es weiß keiner. Können wir uns auch niedriger rechnen. Ne? Also was passiert, mit Puffer. Was kommen wird. Tatsache ist, aber es muss sich natürlich mehr rechnen, in Wertpapiere reinzugehen als auf einen Sparplan, weil sonst würde das ganze Konstrukt auch einfach nicht funktionieren. Also natürlich wollen die Unternehmen ja, dass man in sie investiert. Und das macht man ja nur, indem sie eine höhere Rendite auch zahlen oder man eben bekommen kann. Und da haben wir den Nutzen von diesem Sparplanrechner. Ja. Also Sie müssen keine App programmieren, Sie müssen auch keine Formeln studieren, sondern Sie haben die Möglichkeit, über diesen Sparplanrechner für sich selber diese Sachen einzugeben. Nehmen wir mal an, Sie verfügen nicht über 1.000 Euro, sondern 10.000 Euro Einmalanlage und haben eine Sparrate von 200 Euro, haben aber nicht mehr 30 Jahre vor sich, sondern vielleicht nur 20 Berufsjahre noch vor sich, wo Sie sagen, danach will ich gerne was anderes machen in meinem Leben. Sie können für Ihre eigene Finanzplanung diesen Sparplanrechner heranziehen, immer unter dem Aspekt, wie gesagt, hier, wir können es nicht häufig genug erwähnen, das sind hier keine Garantiewerte. Was man aber machen kann, ist aus der Vergangenheit auch die Erfahrungen zu ziehen, Rückschlüsse für sich zu ziehen. Und ich glaube, der Klassiker bei vielen ist, naja, das Thema Anlage, naja, ich sag mal, so ein Fuffi im Monat, der tut nicht weh. Und lassen wir mal bei 5% Rendite. Und wenn Sie Berufseinsteiger sind, also ich übrigens habe auch in der Ausbildung angefangen zu sparen, aber damals hatten wir noch keine ETFs im Jahr 1995, so alt bin ich. Sie dürfen gerne Mitleid klatschen da draußen. Aber wenn Sie Berufseinsteiger sind, dann wissen Sie, okay, 30 Jahre Berufspraxis wird vor Ihnen liegen.
Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, das ist der Einstieg. Und Ihnen, wie aber auch uns, ist vollkommen klar, ohne diese Summen jetzt in irgendein Verhältnis zu ziehen. Diese Summe, die jetzt hier rausgekommen ist, ist A, kein Garantiewert. Aber Sie können sich vorstellen, dass diese Summe wahrscheinlich in 30 Jahren eine andere Kaufkraft haben. Und bevor man jetzt sagt, ah, ich mache doch gar nichts, denn die 50 Euro lohnen sich doch nicht, es ist der Anfang. Es ist der Anfang. Und wenn Sie irgendwann mal Spaß und Freude daran haben, zu investieren, Kapital zu investieren, dann wird irgendwann einfach aufgrund von Jobwechsel, aufgrund von Finanzoptimierung vielleicht diese Sparrate auf 200 Euro sich anheben. Dann haben Sie vielleicht keine 30 Berufsjahre mehr vor sich, sondern nur noch 25. Und jetzt machen wir mal hier die Berechnung, da kommen Sie dann auf andere Werte. Ja? Also Sie kommen auf ganz andere Summen am Ende. Was dann für Sie realistisch ist, das ist Ihrer Fantasie überlassen. Also Sie können sich das auch schön rechnen, Sie können sich das auch niedrig rechnen, um entsprechenden Puffer zu haben, die Flexibilität haben Sie. Aber was der Sparplanrechner Ihnen liefern kann, ist für Ihre Finanzplanung möglicherweise wichtige Zahlen, damit man solche Ziele wie, ich will eine Weltreise angehen, zum Beispiel in 10 Jahren. Ich weiß, was sie heute kostet, ich weiß nicht, was sie in 10 Jahren kostet, aber dann macht man einfach einen Sicherheitsaufschlag von x Prozent und dann weiß ich, auf welches Ziel ich hinaussteuere. Und über diesen Weg, wenn ich greifbare Ziele vor mir habe, habe ich die Möglichkeit auch zu schauen, bin ich noch auf diesem Weg oder drifte ich ab? Natürlich können sich Ziele auch verändern. Nehmen wir mal an, als Single hat man den Wunsch zu sagen, ich mache alleine eine Rucksack-Weltreise oder eine Fahrradtour. Das kann in 5 Jahren ganz anders sein, wenn der Partner oder die Partnerin vielleicht sagt, also ich bin nicht der Fahrradfahrer. Ich fahre maximal mit dem Auto 3 Stunden, ansonsten nur Flugreisen. Ja? Ziele können sich verändern. Aber das Schöne ist, man kann ja gemeinsam ja auch wachsen und möglicherweise ist das ein Thema, was man trotzdem angeht. Und es gibt da verschiedene Sachen, vielleicht ist es nicht die Weltreise, vielleicht ist es Aufbau von Eigenkapital für den Immobilienerwerb, vielleicht ist es der Aufbau von Eigenkapital für die Gründung eines eigenen Unternehmens. All das sind Möglichkeiten. Was man aber sicherlich nicht sagen sollte, ist, dass man sagt, okay, ich habe eine Summe X und in 2 Jahren möchte eine Investition tätigen und ich versuche jetzt irgendwie noch eine Finanzoptimierung durchzuführen, um 10-20% Rendite rauszuholen. Gelingt den meisten nicht. Ja, deswegen also in Ihrer Finanzplanung ruhig das Ganze anschauen und der Finanzplanrechner, der ermöglicht Ihnen halt verschiedene Eckpunkte und deswegen, das macht es durchaus Sinn, auch vielleicht mit dem Kind darüber mal zu sprechen, sag mal, pass mal auf, du machst jetzt deine Ausbildung, warum macht es Sinn, vielleicht eine Summe von 100 Euro beiseite zu legen. Ja, vielleicht ist da nicht das Sparziel auf 20 Jahre, sondern wenn das Kind eine Ausbildung macht über 3 Jahre, jetzt muss ich hier ein bisschen flexibler sein, ja genau, hier über 3 Jahre, ja, dann kann man sich Kapital aufbauen, auch das ist zwar keine Garantie, ach, maximal mindestens 5 Jahre, können wir aber auch trotzdem mal hier heranziehen und dann kann man auch das Kind heranführen, ja, um zum Beispiel zu sagen, okay, wo könnte die Reise hingehen? Was könnte man damit machen? Also zum Beispiel Ersteinrichtung, Wohnung, vielleicht aber auch die Mietkaution stemmen oder vielleicht aber auch die Anzahlung fürs erste Auto, was auch immer. Also verschiedene Möglichkeiten unter dem Aspekt, dass man, wenn man investiert, vielleicht bestimmte Ziele auch vor Augen hat. Es muss nicht immer nur die Altersvorsorge auch sein. Habe ich irgendwas vergessen, Denise? Ich würde ganz kurz dazwischen, ja, bitte, weil das Beispiel haben wir jetzt gar nicht abgesprochen. Das finde ich nämlich super, weil ich finde, man sieht jetzt am Ende, dass im kurzfristigen Zeitraum noch gar nicht so die Dynamik da ist. Mhm. Und das ist natürlich, weil es aufgrund der Laufzeitzinseszinseffekt, also gibt es mehrere Sachen, aber unter anderem auch der Cost-Average-Effekt. Wir hatten jetzt vorher schon öfters mal angesprochen, der kommt noch. Nennt sich eigentlich Durchschnittskosteneffekt. Was bedeutet das? Ich kaufe ja immer denselben Preis ein und habe am Ende, also wenn die Kurse fallen oder schwanken, habe ich am Ende einen niedrigen Durchschnittskurs, wo ich kaufe. Ich meine, Sandra hat dazu auch einen Podcast gemacht. Genau. Vielleicht können, also am besten da nochmal reinhören, weil da müssen, also erzählen wir es nicht doppelt. Das ist nämlich super spannend. Sie können gerne auf dem Flatix YouTube-Kanal vorbeischauen, weil dieser Cost-Average-Effekt, das macht es auch für viele Sparerinnen und Sparer so interessant oder auch möglicherweise auch im Vermögensaufbau so spannend.
man kann Kursschwankungen, die auch größerer Natur sind, also größere Schwankungen als vielleicht 5, 6, 7%. Es gab auch Börsenjahre, da hat man mit -10% abgeschlossen. Es gibt aber Menschen, die freuen sich auch auf solche Events oder auf solche Börsenphasen, so makaber es auch klingt. Warum? Weil sie dann für ihre regelmäßige Sparrate mehr Anteile bekommen oder sogar, das gab es 2020, diverse Aussagen, hey, ist eine ungewöhnliche Situation, aber ich erhöhe meinen Sparrat, weil ich jetzt wahrscheinlich eine von wenigen Gelegenheiten habe, um jetzt vielleicht diese Kursrückgänge auch für mich zu nutzen. Wie gesagt, keiner wusste, dass man so eine V-förmige Erholung bekommt, sondern man dachte mehr über mehrere Monate oder vielleicht 1, 2 Jahre ist die Entwicklung. Aber hätte Fahrradkette, einige haben es mitgenommen. Wir haben hier auch eine Frage zum Thema steuerliche Aspekte. Die können in so einem Sparplanrechner nicht berücksichtigt werden. Ich lehne mich da mal aus dem Fenster, aus dem simplen, einfachen Grund. Wir beide wissen nicht, was in 5, in 10, in 20 oder in 30 Jahren eine Steuergesetzgebung Ihnen an Möglichkeiten liefert. Das ist auf der Basis, ne, wenn wir da jetzt 5% Rendite berechnen, eine Bruttorendite. Was dann am Ende netto bei Ihnen rauskommt, ist von Ihrem Wahlverhalten mit abhängig und das, was die Gesetzgebung dann auch hier verabschiedet. Das muss man so fairerweise dazu sagen. Wie gesagt, wir können hier keine steuerliche Beratung durchführen, aber man muss dann halt einfach auch das Ganze abwägen und durchaus auch, Sie investieren ja am Kapitalmarkt. Ja, sollten Sie sich dessen auch bewusst sein. Und unter den steuerlichen Aspekten werden Sie wahrscheinlich auch Ihre Informationen dann auch nochmal beziehen. Dann haben wir noch eine Frage. Ich muss ein bisschen wirklich näher rangehen. Es gibt hier eine Frage. Ich höre immer wieder, dass es ein wichtiges Ziel ist, die magische Grenze von 100.000 Euro zu erreichen. Ab diesem Punkt soll der Zinseszinseffekt des Wachstums des Vermögens erheblich erleichtern. Es ist simple Mathematik. Also, wenn Sie über ein gewisses Vermögen verfügen, nehmen wir mal an 10.000 Euro bei 5% Rendite, sind halt 500 Euro brutto. Wenn Sie 100.000 Euro haben, 5% Rendite, sind es 5.000. Da kommt natürlich der Zinseszinseffekt in einer absoluten Zahl natürlich ganz anders zum Tragen. Also die Aussage treffe ich jetzt, je höher die Summe ist, desto höher macht sich das natürlich dann auch bemerkbar. Sie müssen sich nur eines Risikos auch bewusst sein, wenn Sie 100.000 Euro haben und Sie erwischen ein Börsenjahr, wo es durchschnittlich 10% zurückgeht. So habe ich immer früher gedacht, mein erstes Auto war ein Fiat Punto, hier in Frankfurt in der Niederlassung gekauft, hat knapp 10.000 Euro gekostet. Da habe ich dann früher immer gesagt, oh, das ist wieder ein Punto gewesen. Ne? Also man fängt Dinge an, auch mit Sachwerten auch gegenzusetzen. Also wo Chancen gibt, gibt es aber auch Risiken. Bitte beachten Sie das an der Stelle. Aber ja, diese Meinung da draußen bei vielen Finfluencern und auch bei Expertinnen und Experten, dass man sechsstellige Beträge, da macht das Investieren richtig Spaß. Ja, ich kann da aus privater Natur sagen, ja, es macht dann ein bisschen mehr Spaß. Ja. Aber wir können uns darüber jetzt drehen und wenden. Jemand, der siebenstellig ist, 1 Million hat, bei einem Zinseszinseffekt Rendite von 5% sind halt 50.000. Also wir können das Thema ausweiten, wie wir wollen. Es ist sehr breit gefächert. Sparplanrechner. Habe ich da noch was vergessen? Ganz kurz nur? Tatsächlich nicht. Ich würde jetzt einfach schon mal zum nächsten Punkt überspringen, bevor wir dann in den Produktpart nämlich kommen. Aber noch ein allerletzter Punkt zum Thema Vermögensaufbau, der mir persönlich einfach sehr wichtig ist, weil ich finde, man braucht eine gewisse Grundstruktur in einem Depot, damit auch es einfach, sag ich mal, Sinn ergibt. Natürlich kann ich kaufen, was ich möchte und ich kann auch sagen, ich finde das interessant, dann kaufe ich das. Ich finde es trotzdem immer spannend, wenn ich weiß, okay, ich habe zum Beispiel eine Strategie ist die Core-Satellite-Strategie, die ist auch, glaube ich, recht bekannt. Damit bin ich auch quasi groß geworden. Schaut so aus, ich habe quasi einen Core-Ansatz in der Mitte, der sollte sehr breit gestreut sein, am besten ohne Branchenzuteilung, also wirklich einmal querbeet. Und den sollte ich auch am besten nicht anfassen, der sollte den Hauptpunkt meines Depots abbilden. Einfach wirklich, also schon eine Marktbeteiligung zu meiner Risikoeinstufung auch passend, aber eben wirklich ein nicht so schwankungs,
intensiver Index, am besten nicht langweilig, das klingt sehr traurig, aber halt schon nicht so viel Energie, dass ich jeden Tag gucken muss, was passiert denn da, sondern ich kann es euch auch mal 2-3 Wochen in Urlaub fahren, ohne das Gefühl zu haben, mein Depot rauscht gerade in den Keller. Und drumherum, und da kommen jetzt die Sachen, die ich dann auch sehr spannend finde, aber die man auch selbst individuell steuern kann, sind dann sozusagen die Satelliten, die schwirren drumherum um den Core-Ansatz. Und da suche ich die Sachen raus, die mich persönlich interessieren oder wo ich persönlich glaube, dass der Markt total viel Potenzial für die Zukunft hat. Das können Branchen sein, das können bestimmte Währungen sein, es können auch Asset-Klassen, also Anlageklassen, wie zum Beispiel so Hybride sein oder Immobilien. Da gibt es quasi ganz viele verschiedene Sachen, die ich auswählen kann. Es können auch theoretisch Einzelaktien sein, immer nach meiner Risikoeinstufung und für das, was mich interessiert. Ich brauche das nicht. Das macht man, um quasi ein bisschen noch mehr Renditechancen zu nutzen. Aber je mehr Renditechancen ich nutzen möchte, desto mehr Risiko gehe ich natürlich auch ein. Mhm. Also da muss ich dann auch wirklich sagen, da bleibe ich mehr dabei, bin mehr im Fokus auch dabei, damit ich im Notfall tauschen kann, während der Core-Ansatz in der Mitte eigentlich sehr beständig bleiben sollte. Und da jetzt quasi die Überleitung, nämlich zu dem nächsten Thema, welche Möglichkeiten gibt es genau für so einen Core-Ansatz? Weil wenn wir langfristig sparen wollen, sollten wir schon in einem Core-Ansatz bleiben, also einer, der wirklich langfristig auch nicht getauscht werden muss, einfach damit ich langfristig davon profitieren kann und nicht unbedingt jede Woche gucken muss, passt das noch, passt das nicht. Also wenn es mir Spaß macht, kann ich über die Satelliten arbeiten. Wenn ich sage, ich habe den Nerv gar nicht dazu, ich will einfach nur eine schöne Rendite haben, es soll gespart werden, dann kann man auch nur beim Core-Ansatz bleiben. Und für viele ist das Fundament, was dieses Kerninvestment ja auch darstellt, durchaus mehr als zufriedenstellend, ja, würde ich sagen, für die Lebensqualität, für den Ablauf und so ein gutes Fundament, das kennen Sie selber, wenn das Fundament fragil ist oder auf alles auf wackeligen Füßen steht, führt zu Unruhe. Und Sie können durchaus im Portfolio auch etwas Ruhe reinbringen. Nicht absolute Ruhe, aber ein bisschen Ruhe reinbringen, auch im Aufbau. Was könnte man denn da nutzen dann letztendlich für so einen Ansatz im Bereich Core-Satellite-Strategie? Ja, also wenn wir uns dann quasi den Kern, also den Core-Ansatz anschauen, sollte es, wie gesagt, sehr breit gestreut sein, weltweit am besten, damit ich auch keine Länder ausschließe, die irgendwie eventuell eine Chance haben oder keine Chance haben. Man empfiehlt auch grundsätzlich Emerging Markets mit dazu zu nehmen. Die können mal ein Renditetreiber sein, die können auch mal kein Renditetreiber sein, aber es hat sich gezeigt, historisch bedingt, wenn die dabei sind, ist es doch eher schmeichelnd für die Wertentwicklung, als wenn man ihn nicht dabei hat. Am besten auch viele Titel aufteilen, sodass ich wirklich querbeet einmal alles habe, dass, falls irgendwas passieren sollte am Markt, ich quasi nicht so starke Einbrüche habe. Also zum Beispiel, wenn ich in Italien ein Unternehmen dabei habe und dem geht schlecht, sollten da so viele Titel drin sein, dass ich dieses Unternehmen am besten gar nicht merke, aber im Gegenzug von den Entwicklungen im positiven Sinne profitieren kann. Ich habe 2 Beispiele mitgebracht, die würde ich jetzt einfach mal nacheinander vorstellen. Dann gehen wir mal auf die Gerne. Folie. Genau, das ist einmal nämlich der erste, das ist der FTSE All World Index. Den stelle ich jetzt ein bisschen ausführlicher vor als dann die 2. Kombination, liegt aber einfach daran, weil die sich sehr ähnlich sind und ich dann eigentlich nur noch auf die Unterschiede eingehe. Der FTSE All World ist quasi so ein bisschen der All-Inclusive-Ansatz. Das heißt, ich habe quasi eigentlich alles, was ich brauche in einem Index. Man sieht es hier ganz schön, also ich mag einfach Grafiken und wir haben hier die Weltkarte einmal dargestellt und alles, was blau quasi ist, da ist er auch investiert. Sieht jetzt erstmal grundsätzlich nicht so viel aus, liegt daran, weil einfach Russland ein großer Part ist, der schon mal per se ausgeschlossen ist. Auch Grönland oder Afrika größtenteils. Da kommen wir aber gleich dazu, wieso, weshalb, warum. An sich ist es so, dass 99% der weltweit investierbaren Marktes quasi, also bezogen auf die Marktkapitalisierung, durch diesen Index abgebildet wird. Das heißt, eigentlich investiere ich wirklich in alles rein, woran ich investieren kann. Fast 4.000 Werte sind da drin von großen und mittelständigen Unternehmen. Das heißt, es sind eine Microsoft ist zum Beispiel vertreten, die ist momentan auf Nummer 1, Nvidia ist auch dabei oder auch eine Apple. Aber es sind auch Unternehmen dabei, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Kann man, wenn es einen interessiert, auch wirklich im Detail alle 4.000 Unternehmen auf unserer Homepage nachschauen, ist öffentlich einsehbar. Einfach wenn man über die ETF-Suche geht, findet man tatsächlich die einzelne Aufteilung des Index.
Genau, ansonsten sind es 49 Länder, die hier markiert sind, auch wenn es gar nicht so viel ausschaut, aber das sind tatsächlich 49 Länder. Ausgeschlossen sind allerdings Frontier-Länder und Standalone-Länder. Das ist jetzt die nächste Seite, da habe ich das mal mitgebracht, um es einfach mal transparent zu gestalten. Und zwar ist FTSE Russell, ist sozusagen der Indexanbieter, die sagen, wir selektieren das, um zu schauen, welches Land zählt als Industrieland, welches Land zählt als Schwellenland oder als Frontierland. Industrieland ist dann ganz klassisch ein Land mit hoher Pro-Kopf, mit einem hohen Pro-Kopf-Einkommen, einer hohen Industrialisierung, während fortgeschrittene Schwellenländer oder sekundäre Schwellenländer quasi da gerne rein wollen würden, aber eben noch nicht alle Bedingungen dafür erfüllen. Also man ist quasi noch nicht so industrialisiert wie beim Industrieland. Und Frontierländer sind dann quasi die danach, also dementsprechend mit einem doch sehr hohen Risiko verbunden. Wenn wir jetzt mal hier schauen, Bangladesch ist dabei, Mauritius, Oman, Slowakei, Sri Lanka. Ich kann jetzt absolut nicht zu den einzelnen Ländern sagen, aber ich denke, man kann das schon so ein bisschen einsortieren, welche Kategorie von Land das quasi ist. Bei den Schwellenländern China, Pakistan, Philippinen. Also ich denke, das sind auch Länder oder hier Saudi-Arabien, die durchaus Wachstumspotenzial haben könnten. Und ansonsten Industrieländer kennt, glaube ich, fast jeder mit Kanada, Deutschland, Frankreich sind so die klassischen Länder, die uns doch meistens bekannt sind. Diese Einschätzung, die nimmt, wie gesagt, FTSE vor als Indexanbieter. Jeder Indexanbieter hat eine andere Einschätzung. Das zweite Beispiel habe ich ja von MSCI World. Da gibt es dann zum Beispiel Südkorea ist dort ein Schwellenland und kein Industrieland. Das sind feine Unterschiede, die, sag ich mal, wenn man in der Kombination, wie wir es am Ende vorstellen, eigentlich gar nichts ausmachen. Aber das ist einfach so ein bisschen Hintergrundwissen, dass das so die Feinheiten sind der einzelnen Indizes. Mehr gibt es tatsächlich schon dazu erstmal gar nichts zu sagen. Aber wir können gerne mal auf die nächste Seite gehen. Und zwar nämlich, um es einfach mal ein bisschen bildlicher zu machen, davon bin ich tatsächlich ein Fan, was steckt denn nämlich alles hinter diesem Index? Also man sieht jetzt hier, wir haben einmal die Aufteilung nach Sektoren und nach Branchen. Das ist quasi Informationstechnologie, Finanzwesen, Gesundheitswesen, Industrie, Energie, Werkstoffe, Versorger, Immobilien, also quasi alles einmal dabei. Auf der anderen Seite ein bisschen andere Clusterung quasi der Namen, aber mehr oder weniger das Gleiche mit Basiskonsum, Güter, Gesundheitswesen. Also durchweg, was ich damit sagen möchte, sind alle Branchen vertreten, was auch wichtig für so ein Kerninvestment ist. Also egal welche Sektoren, welche Branchen gut laufen, von denen profitiere ich automatisch auch. Das ist, denke ich, damit wichtig zu sagen. Genau, so, und dann zum Schluss jetzt noch einmal die Länderaufteilung. Man sieht natürlich ein Übergewicht in USA mit 60,9%. Das ist aber einfach aufgrund der Unternehmen geschuldet. Wenn wir jetzt den MSCI World zum Beispiel nebeneinander setzen, da sind wir bei knapp 70%. Muss nicht gut, muss nicht schlecht sein. Es ist einfach so, wie der Markt gegeben ist. Der Hauptanteil ist in Amerika und deswegen ist es auch momentan so die Aufteilung. Aber natürlich ist auch Japan, Großbritannien, Frankreich, China, Schweiz, Kanada, Indien, also quasi alle einmal vertreten. Jo. Das einmal eigentlich zum FTSE All World. Kurze Zusammenfassung, weltweiter Index, Art All-Inclusive-Lösung. Ich muss mich eigentlich um nichts kümmern, ich kann investieren, habe alles einmal mit dabei. Natürlich immer den Kurs im Blick behalten, aber bei 4.000 Unternehmen, selbst wenn ein Unternehmen pleite gehen würde oder von mir aus auch noch 5 Unternehmen schon insolvent gehen würden, dann ist das nicht so spürbar, wie wenn ich einen einzelnen Index habe, der nur 30 Werte zum Beispiel berücksichtigt oder 40 Werte. Und das macht die Diversifizierung, von der ja auch häufig gesprochen wird, auch bei uns hier im Bereich der FLEDEX Online-Seminare, wo wir immer wieder auch auf das Thema Diversifizierung hinweisen. Diversifizierung kann in einem Produkt auch schon vorhanden sein, so dass man sagt, okay, bestimmte Sachen muss ich selber nicht mehr abwickeln. Wenn ich jetzt aber selber ein großer Fan bin oder auch die finanziellen Mittel habe, könnte ich natürlich mir selber auch ein Portfolio aufbauen. Es ist aber natürlich mit ein bisschen mehr Aufwand und Arbeit auch verbunden, beispielsweise 100 Einzelwerte zu betreuen. Und möglicherweise wird der ein oder andere relativ schnell merken, oh, es gibt da aber auch Lösungen, die von euch generell in der Branche, die das auch über ein ETF beispielsweise oder mehrere ETFs auch ganz sinnvoll darstellen können. Vielleicht für Sie da draußen nochmal ein Hinweis.
es gibt ja auch diesen Mythos so, oh, der US-Anteil ist mir so hoch. Wir sollten uns einfach nur eine Sache auch bewusst sein. Also ich habe jetzt hier mein iPhone hier auf dem Tisch liegen. Apple ist in Amerika börsengelistet. Netflix, schauen Sie daheim, ist halt in Amerika gelistet. Ja, in Amerika haben wir eine andere Aktienkultur. Und möglicherweise ist das temporär jetzt so, dass die Gewichtung aus dieser Region überdurchschnittlich hoch ist. Man sollte aber fairerweise auch dazu sagen, diese Unternehmen verdienen ja nicht nur ihr Geld in Amerika, sondern in vielen Fällen international. Also ich habe jetzt mal zwei Werte genannt. Du hast Microsoft erwähnt. Sie wissen selber, wenn Sie im Büro arbeiten oder Büroanwendungssoftware haben, in vielen Fällen werden Sie mit Microsoft-Produkten konfrontiert. Und so muss man sich das auch ein bisschen vorstellen. Am Ende, dass ein Unternehmen, egal wo es beheimatet ist, einfach versucht, seine Produkte zu verkaufen. Und ja, es gibt halt eine hohe Gewichtung. Aber man sollte vielleicht sich nicht zu sehr nur darauf fokussieren, sondern auch überlegen, naja, wenn ich Länder bereise, schaue ich mir auch vielleicht mal an, welche Produkte werden da genutzt. Und so komme ich auch über einen anderen Zugangsweg auf das Thema, wie ist mein Portfolio strukturiert. Jetzt hast du vor, haben wir das Thema FTSE? Ja. Und du hast aber auch das Thema MSCI World und Emerging Markets mitgebracht. Genau. Und auf einzelne Kleinigkeiten schon mal hingewiesen. Also im Grunde genommen, absolute Kurzversion, es sind zwei Indexanbieter, die halt im Wettbewerb stehen, die Lösungen anbieten für Anbieter wie euch, Vermögensverwalter für euch, die dann sagen, naja, entweder bilden wir das Vermögen, was uns anvertraut wurde, über den Index FTSE ab, der da als, es gibt da so diverse Indizes, aber ich mache es mal absolute Kurzversion, oder bilde es über den MSCI World Index ab. Was gibt es noch zum MSCI World zu sagen, beziehungsweise worauf sollte man da vielleicht nochmal achten? Genau, ich würde mal eine Folie nochmal weiterspringen. Ich habe nämlich extra ein schönes Bild dabei. Es hat tatsächlich eigentlich an sich nichts mit dem Thema zu tun, es ist einfach nur schön anzusehen. Aber was habe ich noch als Alternative? Ich kann sagen, ich habe die All-Inclusive-Lösung oder ich schaue einfach, okay, ich gehe in die individuelle Gestaltung meines Depots. Das heißt, ich nehme einmal ein MSCI World. Das ist ein Index, der quasi nur Industriestaaten dabei hat, also keine Schwellenländer. Und packe dann in MSCI Emerging Markets noch zusätzlich dazu. Das ist quasi mein Emerging Markets Part. Und die beiden packe ich in mein Portfolio quasi, dass das dann mein Hauptinvestment gibt. Nur, dass ich die Summe oder den Anteil an Emerging Markets quasi selbst auswählen kann. Also eben hatte ich es ja quasi vorgegeben durch den Indexanbieter. Bei der Variante habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich packe die Quote höher oder niedriger, je nachdem, wie meine persönliche Einstellung dazu ist. Wie gesagt, kann gut, kann schlecht gehen. Ich glaube, wenn wir das wüssten, würden wir alle sofort investieren und nicht mehr arbeiten gehen. Aber das wissen wir leider nicht. Also finde ich es immer wichtig, wovon bin ich persönlich überzeugt. Aber es, wie gesagt, historisch betrachtet macht es durchaus Sinn, Emerging Markets Part mit dazuzunehmen. Hier kann ich, wie gesagt, einfach selbst steuern. Die ein, zwei Feinheiten hatte ich ja schon vorgestellt, eben wann ein Land als Industrieland, als Schwellenland gilt. Das nimmt tatsächlich der Indexanbieter vor. Wenn ich dann sage, ich habe das quasi ausgeklassert, gibt es kaum noch Unterschiede. Im FTSE All World haben wir mehr Titel drin, im MSCI World sind es knapp 1.300 und beim Emerging Markets 1.400. Das heißt, natürlich habe ich schon ein bisschen mehr als 1.000 Werte, eine Differenz. Von der Wertentwicklung her habe ich mir natürlich beide auch mal angeschaut, laufen die Kombination der Indizes relativ ähnlich. Das ist quasi wirklich dann eher nur ein Spiel mit der Gewichtung der Emerging Markets Anteile. Das war es auch eigentlich schon zum Part, nämlich MSCI World. Ich möchte auch gar nicht weiter eigentlich eingehen, außer es bestehen Fragen, weil es ist durchaus ein spannendes Thema, aber die sind sich sehr identisch und das ist einfach, finde ich, das der ausschlaggebende Punkt, den ich im Fokus haben sollte. Also wir haben hier eine Frage, die wird punktuell auch in anderen Online-Seminaren gestellt. Ich sage es gleich vorneweg, wir können Ihnen darauf keine Antwort geben, sondern wenn Sie wirklich eine Antwort auf Ihre Frage haben wollen und Sie können sich die selber nicht beantworten, dann wäre es durchaus ratsam, mit einer Expertin oder einem Experten in dem Bereich sich nochmal auseinanderzusetzen. Frage geht darin, was halten Sie von einem Portfolio, das ausschließlich aus einem ETF besteht? Und das ist dieser MSCI All Country World, dieses Thema. Für Menschen,
die sagen, ich will nur ein ETF drin haben, ist es die Lösung wahrscheinlich. Es gibt aber Menschen, die zum Beispiel dieses 70-30-Modell fahren, die selber im Rebalancing aktiv sein wollen. Da ist durchaus dieses Thema mit zwei ETFs bezogen auf MSCI World ETF und MSCI Emerging Markets, beziehungsweise ich habe es auch noch gelernt, dass man mit 70-30 auch so einen Anleihenbaustein da verbinden könnte, je nachdem, wie die Risikoneigung ist. Ich glaube, und nehmt es uns nicht übel oder mir persönlich nicht übel, aber in einem Online-Seminar, wie gesagt, wir können Ihnen da individuell keine Auskünfte geben. Ich glaube, die Frage müssen Sie sich selber beantworten und vielleicht müssen Sie mit der Frage einfach mal 2-3 Tage wirklich punktuell, wie sagt man so im Sprichwort, schwanger gehen, einfach mal so reifen lassen und zu schauen, okay, reicht mir ein ETF oder reichen mir zwei ETF, um so einen Core-Ansatz nachzubilden? Denn was Sie mit Ihrer Entscheidung heute oder morgen nicht nachvollziehen können, ist, war Entscheidung A oder B, also Option A oder B die bessere? Denn niemand von uns kann eine Rechnung für die Zukunft tätigen. Sie können nur in der Rückrechnung schauen, okay, war die Entscheidung A oder B rückbetrachtet besser oder schlechter? Aber das ist jetzt meine Wortwahl. Das ist auf sehr hohem Niveau, wo man dann versucht, eine Nachjustierung durchzuführen. Ja? Denn letztendlich hängt es einfach von Ihren Lebensumständen ab. Haben Sie die Lust, die Zeit und auch das Interesse, sich dafür zu begeistern, darüber zu informieren, dann werden Sie wahrscheinlich 2, 3, 4 ETFs in so einem Core-Satellite-Ansatz auch sich aufbauen. Haben Sie aber das Verständnis zum Vermögensaufbau, aber sagen Sie sich, ich will meiner Leidenschaft, in meinem Beruf, in meinen sozialen Aktivitäten komplett aufgehen und möchte mich weniger mit Finanzen beschäftigen, dann ist die Ein-ETF-Lösung wahrscheinlich für Ihr Lebensmodell das Passende. Deswegen, da kann man viel darüber philosophieren. Das ist halt einfach diese Erfahrung, die sich zeigt. Und das Gute ist, ihr bietet auch Lösungen an. Deswegen macht es da auch Sinn, einfach mal auf der Homepage vorbeizuschauen und sich das ein oder andere auch anzusehen und auch zu informieren. Genau, vielleicht da nochmal kurzer Hinweis auch wieder zum Podcast von Sandra. Da haben wir auch zum Thema, wie suche ich meinen perfekten ETF aus oder so ein paar Beispiele genannt. Kann ich auch nur nahelegen oder empfehlen, weil es gibt eben ganz viele Möglichkeiten, die mich interessieren könnten. Vielleicht nochmal grundsätzlich zusammenfassend. Ich denke, dass Vermögensaufbau wichtig ist, ist hoffentlich klar oder sollte jedem klar sein, wenn ich ein Ziel habe. Natürlich kann ich auch ohne Ziel was zur Seite legen. Ich finde es nur wesentlich einfacher, wenn ich weiß, wofür ich spare. Ich hoffe, dass der Sparplanrechner also ein bisschen ein gutes Gefühl geben kann. Wie viel muss ich zur Seite legen oder was könnte dabei rumkommen? Manchmal ist es auch ganz schön, ein bisschen träumen zu können, zu wissen, okay, es könnte eine Summe rauskommen. Das ist ja meistens auch wie beim Lottospielen. Man spielt ja oder man macht bei der Lotterie mit, weil man gerne davon träumt, was passieren würde, wenn ich gewinnen würde. Zumindest geht das auf eine Studie zurück, die hier mal von Mathematikern geführt worden ist. Inwieweit das dann stimmt, da ich nicht bei der Lotterie mitmache, kann ich es nicht sagen, aber ich finde es immer ein ganz schöner Gedanke, wenn ich ein Ziel habe und ich weiß, ich kann es verfolgen, auch manchmal dran zu denken. Das tut, glaube ich, jedem ganz gut. Ansonsten, alle Themen, die wir heute besprochen haben, also alle Indizes, dazu bieten wir natürlich Investmentlösungen an. Schauen Sie da gerne auf unserer Homepage vorbei. Da haben wir eine ganz gute Übersicht, wo wir auch Filterfunktionen haben. Das mache ich oder zeige ich ganz gerne. Das bin mal kurz hier auf der Homepage drauf. Im Bereich Produkte wahrscheinlich. Genau, jetzt muss ich aber selbst mal schauen, das müssten passive Produkte, ETFs und ETCs sein. Genau. Man muss fairerweise dazu sagen, aufgrund der Lichtverhältnisse schwächeln wir hier vom Monitor, aber das geht auf meine Kappe. Also hier haben Sie die Filterfunktion, wo Sie einfach auch nochmal nach Anlageklassen filtern können, auch das Thema Strategien hier auch sich definieren. Mehr Filterfunktionen, also auch das Thema Ertragsveränderung ist ja auch so eine Religion bei Einzelnen. Ist ein Tesorierender, ist eine Ausschüttende, wie häufig ist diese Ausschüttung? Ja, auch da gibt es bestimmte Philosophien und deswegen nutzen Sie gerne die Filterfunktion. Am Ende kriegen Sie entsprechende Ergebnisse raus, die möglicherweise aufgrund Ihrer Suchkriterien hier sich auch wiederfinden, wo Sie sagen, Mensch, das hat einen Nutzen an der Stelle.
Das Schöne ist einfach, dass man die Option hat. Gerade im ETF-Bereich gibt es super viele Möglichkeiten und Lösungen. Von daher schauen Sie gerne nach oder kommen Sie auch gerne bei Fragen auf uns zu. Ich finde es super spannend. Es ist, wie gesagt, eine kostengünstige Möglichkeit. Und man ist auch flexibel, weil es verfügbar ist und nicht in einem Vertrag gebunden ist. Und daher, ich finde das eine sehr schöne Option und ich hoffe auf jeden Fall, dass die Inhalte auch von Nutzen waren. Definitiv. Also ich konnte auf jeden Fall den Sparplanrechner für mich wieder heranziehen. Aus zwei Gründen. Erstens, meine Folien, meine Ordner zu aktualisieren daheim. Und auf der anderen Seite aber auch mit bestimmten Familienangehörigen mal darüber auch auf einer anderen Ebene zu philosophieren. Außer, dass man der ohnehin schon so der Börsenfuzzi da in der Familie ist. Ne, da kann man das ein bisschen auflockern, wieso, weshalb, warum die Passion und die Leidenschaft hier auch vorhanden ist. Was wir noch nicht vergessen wollen, ist auch hier nochmal den Hinweis, wichtige Informationen. Bitte beachten Sie das auch an dieser Stelle. Wenn Sie sagen, oh, das kann ich mir jetzt nicht alles durchlesen, holen Sie kurz Ihr Smartphone raus. Sie können das auch gerne fotografieren. Ansonsten, wir werden auf dem FLATEX YouTube-Kanal in den kommenden Tagen, Wochen, auch die Online-Seminar-Aufzeichnung zur Verfügung stellen, sodass Sie gerne sich das eine oder andere nochmal sich anschauen können oder anhören können. Ansonsten bitte beachten Sie natürlich auch nochmal, wo es Chancen gibt, gibt es aber auch Risiken. Ja? Wir haben jetzt sicherlich über das eine oder andere gesprochen, aber bringen Sie das auch in Ihre innerlichen Gleichgewicht wieder. Nicht, dass man hier nur sagt, ja, aber die haben ja gesagt, nur Sparplanrechner. Bitte nochmals, wir nehmen unseren Job hier sehr verantwortungsvoll, deswegen auch nochmal der Hinweis, beispielsweise mit einem ETF-Sparplan oder mit dem Erwerb von ETF-Anteilen sind Sie nicht geschützt vor Kursverlusten. Also die Kurse sind einfach, werden börsentäglich gehandelt und werden hier auch bepreist an verschiedenen Handelsplätzen. Sie können die kaufen und verkaufen, mal ist der Kurs höher, mal niedriger, das hängt einfach in der Betrachtung dessen, wie sich die Kapitalmärkte auch entsprechend bewegen. Und wenn Sie sagen, Mensch, das war jetzt spannend und wie gehe ich da jetzt möglicherweise noch weiter vor? Wir haben auch hier im Bereich der Online-Seminare noch weitere Themen für Sie. Können Sie sich gerne in den kommenden Tagen oder auch Wochen hier nochmal anschauen, wo wir entweder das Thema ETF-Sparpläne angehen oder wie das Online-Banking bei FLATEX funktioniert. Mehr Eigenwerbung wollen wir jetzt hier nicht betreiben. Denise, wir haben die meisten Fragen hier auch hier durchaus behandelt. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank. Keine Anlageberatung. Investitionen in Wertpapiere bergen Verlustrisiken.